Er sagte, es solle dort suchen, wo rotes Moos gedeiht. Eine Höhle unter dem See. Dieses Land ist wild, doch voller Wunder. So. Okay. Danke. Bin ich jetzt hier hoch? Ein hohes Bart ist ja unglaublich. Yggdrasils mächtige Triebe reichen in jeden Winkel dieses Reiches. Das muss wohl diese Altweiberklaue sein. Sie riecht stark. Sicher Altweiberklaue. Es sollte hier noch mehr geben. Altweiberklaue. Wo sind diese verfluchten Wurzeln? Da unten ist noch eine. Jetzt wieder raus, okay. Die Luft riecht seltsam hier unten. Eine Wurzel und es reicht. Düster und freudlos. Hier soll genauso sein. Vielleicht sind wir in Hel, wer weiß. Hoppala. Das sollte Angaboda genügen. Jetzt muss ich nur noch einen anderen Ausgang finden. So. Genau da oben geht's raus jetzt. Und Cuba Libre, du bist auch neu bei uns, ne? Die hatte ich auch noch nicht im Chat gelesen. Also vorhin halt mal. Das war dank dieser Wurzeln dreht sich mir der Magen. Ah, da ist wieder so ein Keiler. Die Keiler kommen näher. Oh, Alter, war das knapp. Der wollte sich gerade transformen. Die Keiler kommen näher. Zieht der Geruch dieser Wurzel sie an? Ist auch neu bei uns, ne? Also, ich hab das. Außer vorhin dein Hallo oder so?
Ach scheiße, muss ich das Haus erst wieder aufdecken, ne? Mach's gut, King. Bis morgen. Ne, morgen habe ich frei. Bis Donnerstag oder so. Ja, bis Donnerstag. Aus dem Busch. Ja, meine Ahnung, was mit dem Mozart los war. Keiner weiter da außer Malle und Wolfi. Sich mal meckern. So, wir rein hier. Ich tat, was du verlangtest. Wo ist meine Weisheit? Lass es einen Moment köcheln. Hier, ein Trank, um deinen Huger vorzubereiten. Wie soll mir das denn mitbringen? Er wird deinen Geist für die Geheimnisse der Welt empfänglich machen. In der Zwischenzeit können wir doch über Asgard sprechen. Wie steht es um eure Verteidigung nach dem letzten Angriff? Wir wurden geschwächt durch Verrat. Ohne Zeit für den Wiederaufbau könnten wir einem weiteren Angriff vielleicht nicht widerstehen. Moment, das wollte ich nicht sagen. Seltsam. Altweiberklaue lockert die Zunge. Nun, du sagtest, du wolltest den Met. Doch wie sehr willst du ihn? Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Deine Zunge? Deine Hand? Dein Augenlicht? Ich würde das alles geben. Und mehr. Das würde ich gern sehen. Loki, was ist das für eine List? Ich nahm dir die Kraft, Havi. Und wenn mir deine Antworten missfallen, nehme ich auch dein Leben. Dachtest du, ich würde dich schonen? Nach dem, was du meinem Sohn angetan hast? Unserem Sohn, Fenrir. Den Namen hast du sicher schon einmal gehört. Ja, im letzten Gefecht. Wird der Fenriswolf mein Untergang sein? Nun weißt du es. Nun kannst du mich nicht länger betrügen. Also sag mir, was hast du vor mit ihm? Ich will ihn töten. Doch ich kann nicht. Ich habe einen Schwur geleistet, Loki. Und den werde ich nicht brechen. Ich werde sein Leben nicht beenden. Fenrir wird bis zum geweissagten Tag eingesperrt bleiben. Wenn seine Fessel reißt und wir uns auf dem Schlachtfeld treffen, wie es unser Schicksal ist. Dann fesseln wir auch dich bis zu diesem Tag, wie du es mit unserem Sohn zu tun gedenkst. Wie du mir, so ich dir. Wie ich sehe, ließ sie dich leben. Du hast wohl etwas richtig gemacht. Lass
Lass mich dir darunter helfen. Nein, nein! Warte! 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 Nein! Ah! Das hättest du sanfter machen können. Wenn mir etwas an deinem Wohlergehen liegen würde. Warum hast du mich denn überhaupt befreit? Aus demselben Grund, aus dem du in Jotunheim bist. Du suchst den Met und ich kann dir dabei helfen. Ich nehme an, das hat seinen Preis. Ich will eine Kostprobe für mich. Der Rest gehört dir. Abgemacht? Habe ich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Der Met wird von Suttung und seiner Tochter Gunlöd im Gewölbe ihrer Behausung in Utgard verwahrt. Das Gewölbe wird nur bei einem großen Festmahl geöffnet, wenn Suttung seine reichhaltigen Vorräte teilt. Und er wäre ein schlechter Gastgeber, gäbe er kein Fest zu Ehren eines hohen Besuchers, wie dem erhabenen Asgards. Du bist nicht so dumm, wie ich befürchtet hatte. Warum willst du den Met? Meine Gründe gehen dich nichts an, so wie mich die deinen nichts angehen. Du musst ihn nur besorgen. Ich muss Suttung ein angemessenes Geschenk bringen, wenn er mich willkommen heißen soll. Der törichte Trunkenbold Egir verlor kürzlich bei einer Wette seinen Kessel an Suttung. Auch dieser ging auf dem Weg nach Utgard verloren. Suttung wäre sicher dankbar, wenn ich ihm den Kessel zurückbrächte. Suche den Baum der Narben von den Schuppen der Weltenschlange davontrug. Der Kessel wird dort vorbeigekommen sein. Du könntest zudem Gunlöd ein Geschenk machen. In Trüms Haus am See nahe Utgard gibt es Schätze, die ihr gefallen würden. Ich werde daran denken. Wenn du den Met hast, suche mich an der Quelle Mimias auf. Dort zeige ich dir, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst. Sollte ich erst den Kessel suchen oder zu Trüms Haus gehen? Okay. Loki ist also wieder voll dabei gewesen, ey. Hey! Nimm das! Alter! Auf mich immer hin und her zu schubsen mit deinem blöden Kack. Du wirst rabenvoll. So. So. Hier ist der Baum, von dem Hyrokin sprach. Schwer gezeichnet von Jörmungands scharfen Schuppen. Los, Sehnen. Hier ist der Baum, von dem Hyrokin sprach. Schwer gezeichnet von Jörmungands scharfen Schuppen. Ich sollte nach dem fehlenden Kessel suchen. Hier traf Stahl auf Fleisch, doch hier hat man hinterlassen können. Streng dich mal an! Hallo? Das Spiel ist aus! Hier wurde gegraben, um ein Wagenrad brechen zu lassen. Ein Hinterhalt. Die Schleifspur von etwas sehr Großem. Hier traf Stahl auf Fleisch, doch Jötner hinterlassen keine Leichen. Dieser Wagen trägt das Zeichen Aegirs.
Sofern es Aegirs Kessel war, den sie hier durchschleppten, muss er wahrlich groß sein. Was siehst du da oben, Sühnin? Wo ist der Kessel jetzt hin? Da hinten hin. Da. Der Pfad der Zerstörung führt zu dieser riesigen Wurzel. Das Ende der Spur. Aber wo ist der Kessel? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Was liegt denn da? Der Handschuh des großen Jötuns Grymir muss schon lange hier liegen. Vielleicht brachten die Diebe ihre Last hinein. Überall weiches Moos. Schwer vorstellbar, dass das auf eine Hand gepasst hat. Ich muss mich in Acht nehmen. Oh, es sind ganz viele. Ula, ulala. Verwandeln sich alle in Moos, wenn sie abnippeln. Du musst doch einen Weg zu ihm geben. Hey, Moment! Dann kriegst du einen Pfeil in den Rücken. Du hast es so gewollt. Auf! Sehr ruhig. Die Leute dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Keiner ist hier, keiner ist hier. Keiner ist hier, tralala. Zu groß, um ihn zu tragen. Doch in Jötunheim ist nicht alles so, wie es scheint. Der Kessel ist kleiner geworden. So langsam verstehe ich diese Trugbilder. Ja, damit. Dieser Kessel sollte reichen, um Suttungs Gunst zu gewinnen. Ich könnte jetzt nach Utgard gehen, doch mit einem Geschenk für Gunblöd käme ich leichter an den Met.
dich hier raus. Stimmt, komm ich hier raus jetzt. Ich muss hier raus. Bums, die Bum, Bipu. So, jetzt haben wir noch. Jetzt holen wir noch das andere Geschenk. Ach, kacke, jetzt ist das wieder. Diese Halluzination wieder da. Jetzt komme ich da wieder nicht raus. Ah, das. Ich müsste doch jetzt eigentlich. Da müsste jetzt hier eigentlich was sein. Ja, da ist nix. Hä? Komme ich da vielleicht nur einmal durch? Das wäre natürlich jetzt mega, mega, mega dumm. Moment mal. Genug jetzt. Tschüss. Raus hier. So. Ich bin Odin, du Idiot. Ah, toll. Ich fange das jetzt wieder in die Katze. Ich auch. Oh, den zu einfach. So. Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama ma. Skami, sprich mit mir! Wer hat diesen Jötun eingesperrt? Ein Aase? Die Zeiten sind schlecht, wenn selbst Feinde Freunde sein müssen.
Ich flehe dich an, hilf mir. In einem Haus in der Nähe lebt ein Jäger. Er ist dem Wahnsinn verfallen und nun jagt er andere Jötner. Er hat meinen Liebling gefangen, geschlagen und nun will er ihn wie einen Hasen häuten. Bitte habe Mitleid, hilfst du uns? Wo ist dieser Jäger? Im Haus, er schläft. Schnell, du musst ihn töten, bevor er aufwacht. Sicher hat er den Schlüssel für diesen Käfig. Skami, sprich mit mir! Eine Tür in einer Mauer. Meinte sie das? Das war eben aber nicht da. Was hat dieser Unhold dir angetan? Hä? Ich befreie dich, ich verspreche's. Ich finde den Schlüssel. Okay. Mir.